Wie ist das im Saal? Waren da Themen dabei, die euch angesprochen haben? Beziehungsweise welche Themen sind euch wichtig bei der Wahl zum EU-Parlament? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Gibt es da ein Thema, was für euch entscheidend wäre hier hinten? Einen Moment bitte, das Mikro ist am Weg zu Ihnen, zu dir. Ja, ich finde recht spannend Artikel 13 und Artikel 11, der Upload-Filter, der jetzt kommen soll. Mhm. Das finde ich recht spannend, was da wird, weil er ja jetzt erstmal dafür gestimmt wurde. Und ja, da hoffe ich, dass er nicht kommt. Okay. Ja, ich bin froh, dass Sie jetzt die Hand heben. Das ist ein Bereich, in dem ich nicht daheim bin. Aber vielen Dank jedenfalls für die Frage. Also ich wiederhole es, Artikel 13, Upload-Filter. Frau Regner, bitte nochmal auch als Übersetzung für alle, die sich da nicht so gut auskennen. Worum geht es und was ist da geplant? Ja. Also ich finde, mich wundert die Frage jetzt, weil sie recht speziell ist. Aber an und für sich passt sie auch total viel toll hier zu diesem Anlass, nämlich Trickfilme, ja, die er produziert. Das hat sehr viel mit dem Ganzen zu tun. Also im Recht, es gibt ein, ich sage ganz kurz, worum es geht, es liegt jetzt ein Vorschlag für ein neues Copyright vor. Man muss schon sagen, wir leben im 21. Jahrhundert und wir brauchen natürlich auch in dem Internetzeitalter Regeln und eine neue Herangehensweise. Was machen wir mit Künstlern? Was machen wir mit euch, die jetzt kreativ seid und Trickfilme produziert? Und das, was jetzt am Tisch liegt, soll einerseits, und das ist einmal das Gute, was ich sage, was drinnen ist für Kreative, für Künstler, mehr Schutz geben, dass sie auch ordentlich bezahlt werden. Also dass dann beispielsweise, wenn sich das Ganze als Knüller erweist, ihr als die Produzenten der Trickfilme auch von YouTube kontaktiert werden müsst und nicht umgekehrt, falls so ist. Aber das, was jetzt angesprochen wurde, die Upload-Filter, da geht es um Folgendes, dass im Rechtsausschuss etwas mehrheitlich, und zwar vor allem mit der EVP, ja, die ÖVP angehört, aber auch mit den ganzen Konservativen abgestimmt wurde, nämlich dass in Zukunft Upload-Filter installiert werden sollen und das natürlich wunderbar ist für Facebook, Google und so weiter. Das bedeutet eine Kontrolle der privaten großen Unternehmen oder um es ganz einfach zu sagen, so Mime-Shirts beispielsweise, das kann man in Zukunft vergessen, Panoramafreiheit kann man vergessen und das ist gerade für junge Kreative, die Remixes wollen, natürlich eigentlich eine ziemliche Ohrfeige, also eine ziemliche Zensur kann man sagen. Zensur soll da eingeführt werden und da sind wir Sozialdemokraten komplett dagegen. Da gehen die Meinungen schon auseinander, sowohl hier am Podium als auch nochmal ganz kurz. Möchtest du zu dem Punkt noch was sagen? Hast du noch eine Frage oder? Okay, die Kollegin wäre noch bei dir. Gut, es gab einerseits ein Nein. Ich sage nochmal ganz kurz bei Ihnen, Herr Mayer, Sie haben gesagt... Nur Klarstellung, wir haben dagegen gestimmt. Und man muss schon auch ein bisschen die andere Seite betrachten. Ja, natürlich, es geht jetzt nicht um Zensur, so würde ich das jetzt nicht gerade nennen. Aber es gibt Menschen, die schaffen etwas, ja, so wie ihr eure Trickfilme und die laden das dann ins Netz, ja, und das verwendet dann jeder und kann jeder verwenden. Ja. Und diese Seite gibt es schon auch zu sehen. Das heißt, ihr denkt euch was aus, ja, und das soll dann jeder verwenden können, ohne dass ihr was davon habt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es das Internet, das frei sein soll und das, auch, das ist auch von, glaube ich, unbestritten, zumindest von unserer Seite aus. Und da gibt es eben genau diese Problematik. Das ist ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe jemanden, der hat Recht auf etwas und auf der anderen Seite habe ich etwas, das ich möglichst frei halten will, wofür wir auch sind. Ja. Und diese Problematik, für die braucht es einen Ausgleich. Aber wir haben das auch so gesehen, dass das keinesfalls dann damit stattfinden kann, dass dann Dinge nicht im Netz sein können oder gekauft werden müssen, damit sie verwendet werden können. Ich muss nur sagen, stimmt nicht. BNF hat nicht so abgestimmt und außerdem werden Äpfel mit Birnen vermischt. Ja, jetzt werde ich kurz dem Herrn Raimund das Wort geben. Der hat sich schon als erster gemeldet. Offenbar genau. Ein brisantes Thema, merken wir hier. Danke für die Wortmeldung. Herr Raimund, wie sehen Sie das denn? Ich bin froh, dass es jetzt zum Inhalt kommt. Also, ja. Punkt 1, mich wundert die Frage gar nicht, obwohl es so speziell ist und ich finde es großartig, weil es ist was passiert da in den letzten zwei Wochen. Inhaltlich, es geht darum, dass automatisch alles, was wir ins Internet hochladen, gefiltert wird und geschaut wird, ob ein Urheberrecht verletzt wird. Was bedeutet, du hast natürlich einen Zensurfilter bei allem und jedem schon einmal eingebaut und könntest einen Knopf drücken und plötzlich alles rausschalten. Das darf nicht eingebaut werden. Deswegen muss das Artikel 13 verhindert werden. So, was passiert ist, ist, dass es vor 10 Tagen die Abstimmung darüber gab im Rechtsausschuss, wo nur eine kleine Gruppe ist und wir sind im Europaparlament nicht mit Clubzwang und alle müssen gleich abstimmen, sondern es wird um Mehrheiten gekämpft. Diesen Donnerstag ist die Abstimmung im Plenum, die dann zählt, wo alle 750 abstimmen. Also kommende Woche? Jetzt, also jetzt. Also. Ja,
Jetzt parallel. Nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag. Also in der nächsten Straßburg-Woche. Und das Entscheidende ist, dass jetzt in Österreich, und das passiert auch in den anderen Bundesländern, in den anderen Mitgliedstaaten, aber in Österreich massiv lobbyiert worden ist und das zu Recht und mit hunderten E-Mails, Anrufen, Tweets und sonst was mit, wie werden Sie abstimmen? Die FPÖ hat sich sehr früh geäußert, nicht so abzustimmen wie die ENF im Ausschuss und gesagt, die FPÖ wird dagegen stimmen. Die ÖVP hat sich gestern geäußert und gesagt, wir werden auch anders abstimmen. Die ÖVP wird dagegen stimmen, nicht so wie die Konservativen vor einer Woche noch. Wir haben nach meinem jetzigen Zählstand alle 18, die Neos haben auch gesagt, sie stimmen anders ab als die Liberalen im Ausschuss abgestimmt haben. Wir haben in Österreich jetzt einmal hergestellt, nach meinem jetzigen Zählstand, dass alle 18 Abgeordneten gesagt haben, sie werden dagegen stimmen. Ich weiß es nicht vom Kollegen Becker, ob der seine Meinung geändert hat. So in 17 sein, den wir Manu bearbeiten jetzt eine Woche. Und das hat funktioniert, weil Jugendliche, vor allem Jugendliche, das ist ja das Thema, jetzt 7 Tage hindurch E-Mails geschrieben haben, Tweets gesendet haben und sonst was gesendet haben. Und das hat zumindest bei 3 Parteien vielleicht die Meinung geändert, im Gegensatz zur europäischen Fraktion. Schöner eingreifen kann man gar nicht in den Aber das heißt, man schreibt dann an Sie direkt, an seine oder an wen adressiert man dann seine Themen? Geht ständig. Mein Twitter-Timeline ist voll mit irgendwelchen Spammern, die uns auffordern, über die freue ich mich halt. Okay, verstehe. Frau Schmidt, Sie wollten da auch noch was sagen dazu, dann haben wir alle durch. Ich wollte eigentlich nur mehr Bedauern darüber ausdrücken. Ich kann mich erinnern, wie ich ins EU-Parlament gekommen bin, haben wir alle gesagt, na, da ist es ganz anders. Da tut man überfraktionell viel besser zusammenarbeiten als lokal. Und ich finde es halt sehr bedauerlich, dass da Parteipolitik hereingespielt, liebe Evelyn, weil ich glaube, das ist einfach unnötig.